So, und da sind wir wieder. Ich bin AJ hier. Ich höre dich klar und deutlich. AJ, ja, AJ, gut. Gopal, alles okay? Ja, du weißt, wie es geht. Hier sind die Koordinaten für die Fundstellen. Die Royal Army ist auch schon auf dem Weg, also musst du den Scheiß vor ihm finden. Sorry, ich meine die... Ich muss los. Gopal out. Ja. Hi, herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Far Cry 4. Diesmal beenden wir das Ding hoffentlich so, wie man es soll. Da wir hier jetzt den Brick schon kennen, dass da Tiger drin sind und sowas, wir müssen von oben rein, wir müssen ins Wasser tauchen gehen. Ja, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Booster. Ja, komm. Schaffst das. Erstes Paket gefunden. Hallo? So. Laden wir die mal durch. Wir haben jetzt gleich mal so. Okay, dann bewegen wir uns mal darüber und gucken mal, was wir da finden. Das Flugdings immer mitnehmen, das wissen wir jetzt. Da drüben sind auch Leute, da haben wir schon selbst mehr mit Bekanntschaft gemacht. Und auf dem Dach ist so ein Helikopter-Dings. Ein Gyrocopter. Perfekt, die sehen mich schon, das ist nicht so geil. Für die. Meine Familie ist tot. So, nur nachladen. Gopal, wenn du mich hören kannst, ich habe das zweite Paket. Ich bin immer noch gespannt, was uns da am Ende erwartet. Weil die sind ja theoretisch, ich weiß nicht, das klang mehr so, als hätten die irgendwelche Probleme. Entweder werden wir da von anderen Leuten erwartet, als wir erwarten, dass da Leute sind oder so ähnlich. Oder was auch sein könnte, die transportieren die ganze Zeit Drogen für die. Würde mich jetzt nicht unbedingt wundern bei Far Cry. Aber naja. So. Wie war das hier runter, ne? Ich glaube, den Brief hat man schon gelesen. Gehe ich mal von aus. Neues Zuhause. Ja, hat man schon gelesen. Das dritte Paket. Ich komme jetzt zu dir zurück. Komm schon.
Schnell wieder in den Gurt. Kopter. Und zurück. Da hatte ich ja das Ding gehabt, dass ich kein Fahrzeug hatte und deswegen nicht genau wusste, wie ich da hinkommen soll. Ich sehe da aber schon Klettermöglichkeiten, deswegen lande ich jetzt einfach hier. Beziehungsweise... So, theoretisch haben wir sehr viel Zeit noch. Ich bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Hier ist offen. Hallo? An den goldenen Pfad in dieser Region. Ich habe Gopals Leiche gefunden. Sein Bunker ist aufgeflogen. AT, hier ist Trooper, die Befehlshaberin für den goldenen Pfad in dieser Region. Wer ist Gopal? Goldener Pfad. Er ließ mich Vorräte für euch sichern. Das waren wir nicht, AJ. Ich habe keinen Gopal unter meinem Kommando und keinen Vorratsbunker in der Gegend. Der hat nicht zu uns gehört. Wir sollten uns da mal umsehen. Das kam ja unerwartet. EST, Religion und Götzen. Die Kyrati beten einen Gott namens Banashur an, der das Schöpfungslied sang und die Welt erschuf. Yalung war sein Feind, aber er riss ihn in Stücke. Banashurs Tochter Kyra ist im häufigsten Form von Statuen und Schreinen abgebildet. Es ist alles sehr praktisch orientiert, ohne Hokuspokus und Mystizismus. Es gibt einige großartige Bilder und Kunstwerke, die wir sicher für die Werbung nutzen können. Ich schicke ein paar Beispiele. Das war gar nicht Danny, ihr Dude. Komisch. ESC-Abschlussbericht. Ich bin nicht sicher, ob wir hier etwas anfangen sollten. Obwohl ich die Gesellschaft der Leute genieße, scheint mehr dahinter zu stecken als ein paar kleine Feuergefechte hier und da. Es ist ein waschechter Bürgerkrieg. Menschen werden getötet. Zum Mitschreiben. Wir müssen andere Orte und Optionen erkunden, sollten wir mit der nächsten Initiative nicht nach Kyrat kommen. ESC, die Rebellen. Der goldene Pfad mag Pagan Min nicht allzu sehr und sie haben mir gegenüber kein Blatt vor den Mund genommen. Es ist ein bunt gemischter Haufen, Mütter und Väter, Schwestern und Brüder und ich habe auch einige ältere Kämpfer gesehen. Sie werden Generation für Generation ausgebildet. Sie beherrschen Guerilla-Taktiken und können so heimlich vorgehen wie Raubtiere. Waffen und Ausrüstung haben sie teilweise der Royal Army gestohlen, teilweise wurden sie aus Afrika hierher geschmuggelt, so bizarr es auch klingen mag. Die genauen Hintergründe habe ich noch nicht herausgefunden. Können so heimlich vorgehen wie Raubtiere. Wen meinen die? Also die Leute, die ich getroffen habe, garantiert nicht. ESC, Industrie. Nach allem, was ich herausgefunden habe, wurden sämtliche großen Firmen in Kyrat umgewandelt, um Schlafmohn anzubauen, weiter zu verarbeiten, als Heroin die USA zu exportieren. Dazu gehören Kyrati, die Rotschan Ziegelfabrik, die Kyrat Earth and Ore Bergbaugesellschaft sowie einige kleinere Textilproduzenten. Anscheinend ist Kyrat inzwischen ein sehr effektiver Konkurrent des Goldenen Dreiecks. Offenbar ist Pagan Min ebenso exzentrisch wie geschäftstüchtig. Jo. Okay. Gut, dann halt keine Lieferung für ihn. Können wir wenigstens mal ins Paket gucken, was da drin ist. Finde ich ganz cool. So, dann haben wir das auch erledigt. Ich habe jetzt noch das da. Das da. Und das war's dann. Dann Hauptmission. Wo ist denn das da? Ach Gott, nee. Wir müssen einen richtig guten Funkdings haben, wenn das, ich sag mal, einfach so
hier jeder mit jedem quatschen kann. Pergamin quatscht als mal mit uns. Gopal hat mit uns quatschen können. Und gefühlt jeder andere auch. Also es ist ganz komisch. Die kosten mich nichts mehr, ne? Hat davon abgesehen, dass ich die noch nie benutzt habe, aber... Ja, egal. Okay. Ripper ist wahrscheinlich sehr geil. Bushman ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Vielen Dank. Bitte beehre mich bald wieder. Ja. Ich glaube, ich gehe tatsächlich zuerst zur Festung. Also. Ist die Frage, wie einfach, in Anführungszeichen, einfach das wird. Ich glaube, das könnte jetzt mein Krampf werden. Wobei die letzten beiden Festen, die waren... Ups. Kommt mir verdächtig vor. Das ist jetzt unangenehm. Ah ja. Ein Adler! Ja. Ich frage mich. Komme ich hier einfach rüber? Oder hat da jemand was. Ja, okay, die haben da was dagegen auf jeden Fall mal. Die Karre scheint schon ein bisschen kaputt zu sein. Aber stell dir vor, wenn man noch eine HE reinwirft. So habe ich mir das vorgestellt. Sparen, ne? Okay. Die ist geladen. Die auch. 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 Mal gucken, kommt wahrscheinlich gleich. Das solltest du lieber nicht tun. Du kriegst gleich hart aufs Maul. Oder so ähnlich. Vermutlich eher so ähnlich. Ich bin gespannt. Aber ich habe da eigentlich schon Bock drauf. Die Festen sind mal ganz witzig einzunehmen. Ist die Mehrzahl von Festungen eigentlich Festen oder ist es Festungen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Deutschlehrer. Ich wollte gerade ein anderes Wort nutzen, was wahrscheinlich auch falsch gewesen wäre. Von Rajgard bist. Sei vorsichtig. Solange Pagan lebt, ist diese Festung so gut wie uneinnehmbar. Ja. Das hattest du bei Yuma aber auch gesagt. Yuma lebt auch noch. So gut wie uneinnehmbar. Wie viele Alarme gibt es hier denn? Steht das da irgendwo? Mehr Kampagnen müssen beenden. Damit schwächt man die Festung. Ach so. Achso, ja klar, der gemeint. Solange der noch lebt. Ja, warte mal. Hat er schon ein Plakat entdeckt? Komm, gib mir mal die Jagdspritze. Dann sehen wir halt garantiert alle, die da sind. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man die am besten rauszieht, die ganzen Leute. Wenn man den da drüben kriegen wir raus. Das ist kein Problem. Den Sniper da neben dran würde ich auch gerne kriegen. Am besten ähnlich gleich von der Zeit. Oh, weit. Das geht.
Rajgat Gulag. Der Gulag. Den Alarm irgendwie nehmen. Okay. Da ist eine Mine gewesen. Fuck. Das haben die jetzt ja garantiert bemerkt. Okay. Da hätte ich besser aufpassen müssen. Okay, dann gehen wir halt so rein. Es darf mich keiner sehen. So wie ich die Logik im Spiel verstehe. Aber töten darf ich fröhlich. Keine Gefahr, es ist alles gut. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay, da war. Ja, die Minen hatte ich übersehen gehabt. Das hätte fast ins Auge gehen können. Ich meine, das war so schon ein bisschen arg knapp für meinen Geschmack. Der war schön, der Schuss. Der hat mir sehr gut gefallen. Oder hin jemand hoch. Perfekt. Sehr dumme Idee. Gut. 4 Alarme insgesamt. Okay, theoretisch ist da keine Mine mehr, ne? Die habe ich ja professionell auseinandergenommen. Den ziehen wir noch raus. Ich sehe keine mehr. Ich hoffe, das passt auch. Vorne habe ich noch eine gesehen gehabt. So. Da hinten ist ein Alarm. Sektor gesichert. Keine Gefahr. Gefällt mir gut. Ich mach mal hier gerade noch Tests, also, ne? Nicht, dass ich noch was übersehe. Das sind nur noch die 3. Boah, ja, Mann. Mehr, du Pisser. Ja, Mann! Junge, die Festungen sind einfach ganz entspannt. Ha, schön. Die Ripper ist jetzt freigeschalten. Freitag aus dem Posten werden nicht mehr vom Bagnungsturm angegriffen. Ah, deswegen hat das beim anderen mal geklappt. Das war's. Alle Festungen sind in unserer Hand. Dank dir. Für den endgültigen Sieg braucht der goldene Pfad nur noch Pagans Leben. Pagans Kopf. Das war ein kontrolliertes Herunterfallen. Ja, Mann. Bang, bang, Feuer frei und so. So. Ja, nice. Was ist denn das hier alles? Was ist denn das hier?
Okay. Danger, ja. Okay. Das war das dann. Wait. Ich habe doch nur noch ein Plakat. Ach, das ist das Tagebuch. Oh, wir haben jetzt alle Plakate. Oh, ich dachte, das wäre das letzte. Wer da oben? Ah, ich habe mich schon gewundert, wo das Tagebuch ist. Rette mich. Naja, eins nochmal. Alles auffüllen, bitte. So. Hä? Wo ist denn der Händler-Dings? Oder gibt es den richtigen Händler? Bin verwirrt. Wo ist denn das? Ach, wahrscheinlich eins drunter, ne? Ah, hier. Hilf mir, sonst töten die mich. Die töten dich nicht. Da wird keiner mehr dich töten. Keine Sorge. Ripper, die will ich auch mal testen. Gucken, ob die besser ist als die, die ich aktuell habe. Einzigartig. Wir haben jetzt aktuell hier die. So. Ich würde die gerne mal vergleichen, bitte. Die ist... Wow. Die ist schlechter. Die hier ist besser als die da. Dann mache ich das ja rückgängig, ne? Oh, muss ich gerade niesen. Ja, dann behalte ich die. Die ist eigentlich ganz nahe. Wichtige Frage. Für die Sammlung. Ne, für den Fortschritt. Hier. Fortschritt. Die Waffen. Brauchen wir für 100% wahrscheinlich, ne? Jo, da fehlt nur noch das da und ein verlorener Brief. Und hier haben wir jetzt noch Kirat Feshwick. Das haben wir jetzt hier in der Nähe gehabt. Hilf mir, bitte. Ja, komm, was jetzt? Ich kann nicht weg. Die haben meine Freunde. An einem noch hoffnungsloseren Ort als dies. Ich kümmere mich drum. Ich kann nicht weg. Hilf mir, die töten mich sonst. Diese Aussage. Jo. Also ich muss sagen, Packer, also die letzten zwei Festungen, die waren echt entspannt, muss ich sagen. Bei der ersten oder zweiten kam ja der Heli, da haben wir richtig Probleme gehabt. Aber hier, ziemlich gemütlich. Also, nö, ist Bescheid. So. Okay. Also, da haben wir jetzt noch das Ding da drüben. Komme ich darüber, ohne zu sterben? Ich hoffe es. Dann machen wir noch mit. Mal gucken, ob ich den Fisch angreife. Fährt hier nicht schon gesehen, das ist ja einfach blöd. Da oben könnt ihr mich sehen. Die Gefangenen stecken widerlich. Ihr seid direkt neben dem Fluss. Ach du Scheiße, sind das viele. Okay, das. Das ist ein bisschen schwieriger. Vorrücken!
zufällig hoch? Semi, ne? Bitte. Ja, kann ich machen. Mir ist alles egal. Ich bin Meine frei. Familie ist tot. Ich kann doch nirgendwo mehr hin. Die fangen mich doch wieder ein. Alter. Vielen Dank. Das war knapp. Ey. Ist ja unglaublich, bitte. Manchmal könnte ich so, kriege ich so einen Ausraster, wenn ich hier was sie hier teilweise von sich geben. Okay, Fashion Week. Meine Freunde sind sicher. Und wir haben uns dem goldenen Pfad angeschlossen. Vielen Dank. Ich mach, was ich kann. So, hier drüben. Ich darf endlich mehr Minen tragen, wenn ich das hier schaffe. Okay. Okay. Ton haben sie anscheinend nicht mehr gehabt. Ja, vielleicht war das Geld dann schon aus. Keine Ansage für mich. Sei grimmig, ja. Okay, dann. Ja, okay. Ich hatte mich jetzt eigentlich noch auf ein letztes Gespräch mit ihm gefreut, aber scheinbar gibt es dafür keinen Soundfile oder keine Datei oder was weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen einen Elefanten töten, habe ich das richtig gesehen? Aber die Elefanten sind die nettesten Tiere hier. Mit einem. Mit einem Flammenwerfer. Ja, natürlich. Mach ich aber mit dem da. Es greift hier nie jemand mit einem Elefant an. Oh, wir haben Molotov-Cocktails auch. Aua. 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 Ich komme ja auch nicht drüber, ne? Schade doch der Haut. Ah, der hat einen Löffel abgegeben. Mr. Chiffon, ich hab jetzt alles. Was jetzt? Perfekt. Komm schnell zurück ins Studio. Kyrat Fashion Week fängt bald an. Die Gäste treffen schon ein, die Kameras laufen und die Welt wartet voll atemloser Spannung auf die Präsentation von Krieg Couture. Das ist, glaube ich, der einzige Elefant, den man überhaupt halten kann. Ja. 8 Minen. Oh mein Gott. Wo soll ich jetzt hinkommen? Bonuskammer, ja. Okay, cool. Wo soll ich jetzt hingehen? Hat er nicht gerade gesagt, ich muss noch jetzt irgendwo hingehen, weil wegen Fashion Week? Ist das hier unten irgendwo? Tatsache, hier. Jo, da rüste ich jetzt erstmal nochmal das LMG aus. Weil ich finde das eigentlich ganz nice. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und gehen mal auf die Fashion Week. Mal ein bisschen was anderes, auf jeden Fall.
Schadet ja nicht. Und jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.